Wenn man Quentin Tarantino wütend gemacht hat, sollte man ihm besser aus dem Weg gehen. Der berühmte Regisseur von Filmen wie Pulp Fiction und Reservoir Dogs war total außer sich, als sein Drehbuch für seinen neuen Film namens The Hateful Eight an die Öffentlichkeit geraten war. Tarantino sagte zu Beginn, dass er den Film ganz absagen wird, da er sich so betrogen fühlt von demjenigen, der sein Drehbuch nicht geheim gehalten hat. Jetzt hat er sich aber entschieden, rechtliche Schritte einzuleiten. Der berühmte Filmemacher hat eine Klage gegen Gawker Media eingereicht, dass die Webseite sein Drehbuch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Die Klage besagt, dass Gawker Media ein Geschäft aus räuberischem Journalismus macht und die Rechte anderer beschneidet, um Geld zu machen. Auch wenn Quentin nicht am Hungertuch nagt, kann er sein veröffentlichtes Drehbuch nicht wieder geheim machen. Wer sich also mit Quentin anlegt, rechnet besser mit einem Gegenschlag.